Was soll man denn jetzt? Sieht aus wie ein Stückchen Realität. Und Kinder mit Nummern. Schauen wir mal, was es da hinten gibt. Nichts als Steine. Überhaupt nichts Ungewöhnliches an Steinen. Aber da kommt der Rauch raus. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. So, haben wir den Zug endlich eingeholt. Wird Zeit, dass wir das Ding zerlegen. Und alles andere auch. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbst fixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmente Erinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht. Dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, ich kann's nicht. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht. Die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Kann man ja noch ändern. Und ich glaube, ich weiß, wen wir noch bezahlen werden lassen. Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt, wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs?
Wahnsinn und zerstört. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst. Das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünsche. Oh, nein. Arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren aus vor uns. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Bam, bam, ba, 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 ba. Zeit, es zu Ende zu bringen. Reiß mir jemanden den Kopf ab. Oder hack mir ihn in Stücke. Zermatschen seine Füße. Und streuen ihm Pfeffer in die Augen. Oder schießen ihm Pfeffer in die Augen. Schießen mir gleich die ganzen Augen mit raus. Nein, ich bin nicht aggressiv oder so. Pumpen wir ihn mit Tee voll, bis er platzt.